Wie ihr selber merkt, ich bin aufgeregt. Wir auch. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Auch einen vielen Dank an die Polizei, so zahlreich hier zu sein, für unseren Schutz. Da sind die. Sicherzustellen? Und ja, ich wünsche allen, die heute hier sind, viel Spaß. Ja, und hiermit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen an diesem Mittwochabend um 18 Uhr hier am Hauptbahnhof in Bremen. Gemeinsam sind wir stark. Wir von Freie Niedersachsen aus sämtlichen Städten und Dörfern und auch Gemeinden tun wir uns zusammen, um hier in Bremen gemeinsam stark zu sein. Mein Name ist Perkursiv und wir schauen heute noch einmal exklusiv in die Demonstration vom 17. August 2022. Hier meine Bilder von diesem Tag der Demonstration. Und wir dürfen gespannt sein. Ich war es und ich habe mich recht herzlich gefreut über meine Heimatstadt, die hier Oldenburg ist. Denn viele Gesichter aus Oldenburg waren auch an diesem Demonstrationstag zahlreich dabei. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und nicht nur Oldenburg war hier in Bremen vertreten, nein, Cuxhaven, Bremerhaven, hier der Veranstalter, Robert zusammen mit Dennis aus Bremerhaven, hier in Bremen, Emden, Leer, Hamburg unter anderem auch dabei, Delmenhorst auch, Ritterhude auch. Und wir machen uns gemeinsam stark, auch an diesem Tag, hier um die Straßen von Bremen auf uns aufmerksam zu machen. Also wir dürfen gespannt sein, was uns hier an diesem Demonstrationstag erwarten wird. Rund circa 300 Teilnehmer sind hier auf dieser Demonstration erschienen. Wir laufen für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Wir sind ideologiefrei und laufen unter keiner Flagge, unter einer Partei. Anderen. Dieses Recht hat keiner, einen Zwang auszuüben, um mit Arbeit zu drohen oder Arbeitslosigkeit oder. Das ist ein Schritt zu viel. Das ist ein böses, böses Eingriff in unser Grundrecht. Das dürfen wir nicht zulassen und das würden wir nicht zulassen. Oder wollt ihr es zulassen? Ja, und damit hat Robert, der Co-Veranstalter an diesem Demonstrationstag, den 17. August 2022 aus Bremerhaven, recht. Wir gehen ideologiefrei auf die Straßen. Wir kämpfen in Anführungsstrichen mit unserem Herz und unser Verstand. Wir möchten auf uns aufmerksam machen. Wir sind für die Werte Friede, Freiheit und Selbstbestimmung auf der Straße. Wir sagen ganz klar Nein zur allgemeinen Impfpflicht, Nein zur Impfpflichtdiskussion, Nein zu 2G+ und auch 3G. Natürlich ist nach wie vor die einrichtungsbezogene Impfpflicht weiter auf dem Tisch, aber sie bröckelt. Jetzt gerade heute haben mich Nachrichten erreicht, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht gerade auch im Gesundheitswesen in Mecklenburg-Vorpommern so gut wie zum Stillstand erliegen gekommen ist. Sind das nicht wunderbare Nachrichten? Ja, und hier Bilder von mir. Vom Demonstrationszug, ich ganz weit vorne. Was für eine Stimmung, das kann man nicht mit Oldenburg vergleichen. Das waren echt Impulse. Unfassbar. Bremen ist da doch schon eine sehr, sehr große Stadt. Und das erstmal alles auf sich wirken zu lassen bei dieser wunderbaren Stimmung, das war eine einmalige Erfahrung. Und auch die Menge der Teilnehmer und auch hier die Polizeibediensteten, die mit Blaulicht
vor uns und hinter uns abgeschlossen bzw. angefangen haben. Hier jetzt gleich unser Banner vom Team Oldenburg präsent hier in Bremen auf dem Demonstrationszug gegen Spaltung. Hier tut sich auch schon gerade was Eklatantes auf. Die Antifa hat hier zur Gewalt aufgerufen und stark provoziert. Wenn ihr mehr Videomaterialien haben wollt, hier im Vordergrund habt ihr gerade meinen Teamkollegen aus dem Team Kursiv gesehen, Wolfgang Vincic. Und jetzt lauschen wir nochmal ganz kurz die Worte einer Impfgeschädigten, die bereits auch schon unter anderem nicht nur im Fernsehen geredet hat, nein, auch in Pferden. Das ist aber das, was die Leute von den anderen Impfgeschädigten nicht sehen. Bei mir sieht man das. Wir müssen noch transparenter werden. Wir müssen mehr T-Shirts tragen und noch lauter werden. Ich bin sicher, dass fast jeder mindestens eine Person kennt, der einen Impfschaden hat, aber keiner will es wahrhaben. Ja. Probleme, gynäkologische Probleme, Gürtelrose, Haarausfall. Gott, oh Gott. Es ist Wahnsinn, für Nebenwirkungen gibt. Ich höre immer wieder Leute, die behaupten, die sind umgefallen und es gibt da keine Ursachen für. Die werden. Ich bin sicher, das ist von der Impfung. Es werden mehr werden. Wir werden mehr Impfungen haben. Hört auf euren Körper, lasst euch nicht einreden, dass es psychosomatisch ist. Sie machen Untersuchungen, ob man auch altersentsprechend denken kann. Woher wollen die wissen, wie man vorher drauf war, was für ein IQ man vorher hatte? Ich bin in einer Funktionsgruppe, im Funktionstraininggruppe, so. Also, die sind so an die 70, 80, die galoppieren mir weit voraus. Ich komme dann nicht mehr mit, absolut nicht. Wie wollen Sie also einschätzen, wie mein Zustand vorher war und wie ist er jetzt? Es ist so traurig, wie man im Stich gelassen wird. Vor kurzem war ein Bericht über mich im Weser-Kurier. Ich distanziere mich hiermit von dem Rechtsanwalt Cäsar Preller. Was nützt einem 30, 50, vielleicht 100.000 Euro Schadensersatz, wenn man ein Leben lang einen Impfschaden hat? Es sind schnell 10.000, 40.000 Euro im Monat weg. Ja. Dann nützen dir die 100.000 einmalige Zahlung gar nichts, wenn man da überhaupt hinkommt. Des Weiteren distanziere ich mich von Marburg. Die Zahlen stimmen vorne und hinten nicht. Pro Tag sollen da 8 Patienten aufgenommen werden mit Postwachs-Syndrom. Wieso hat der Herr Schiefer dann nur 250 Patienten, wenn da täglich 300 E-Mails eingehen sollen? Das passt alles vorne und hinten nicht. Und des Weiteren höre ich von vielen Krankenschwestern, wir haben 4-fach Geimpfte mit schweren Corona-Verläufen auf den Intensivstationen. Ich frage mich, wo sind die Medien, die darüber berichten? Wo sind sie? Wo sind sie?
Es kann doch nicht angehen, dass jeder einzelne Pockenfall oder Ungeimpfte, der auf der Intensivstation landet, erwähnt wird, aber die zahlreichen vielfach Geimpften mit schweren Corona-Verläufen werden nicht erwähnt. Ja. Kriminell. Ich verstehe das nicht. Dann habe ich ja eine Selbsthilfegruppe gegründet und dank Pferden bin ich auch im Internet sehr erfolgreich unterwegs. Daraufhin haben sich viele Mütter bei mir gemeldet, die schon seit zig Jahren impfgeschädigte Kinder haben. Ich sage euch das, wenn ich gewusst hätte vorher, dass so viele Impfschäden um mich herum sind, ich hätte mich niemals impfen lassen. Und dass sie über 30 Jahre und länger um den Impfschaden Anerkennung kämpfen, ich hätte niemals zugelassen, dass man mir das antut. Und jetzt kämpfe ich selber darum, wie eine Wahnsinnige. Es ist unglaublich, was die Krankheitspolitik mit uns anstellt. Geil! Bravo! Das ist Mut, hier zu stehen. Ich appelliere wirklich an alle Impfopfer, werdet laut und ja. Laut werden. Zeigt eine Maske vor den Ärzten. Die wollen das nicht gerne sehen, dass man mit solchen Sprüchen auf Maske oder T-Shirt rumläuft. Man kommt erstens schnell dran und zweitens sehen das die anderen Patienten, was tatsächlich los ist. Ja, ich bedanke mich auch an dieser Stelle an der Impfgeschädigten hier aus Oldenburg. Diese Teilnehmerin der Impfgeschädigten Busfahrerin kommt aus Oldenburg. Eine der größten Zeitungen weltweit. Und Jens Spahn, da will mir noch einer sagen, dass Medien und Politik nicht in der Villa Spahnstein im Bett liegen. Vergesst es. Deswegen ein letztes Mal. Nie wieder! Ich danke auch diesem Teilnehmer für deine Rede, die ich nur teilweise aufgenommen habe, um hier einen kleinen Eindruck zu vermitteln, wie es hier an diesem Tag auf dem Demonstrationstag in Bremen gewesen war. Wir gehen alle für Friede und Freiheit und Selbstbestimmung auf die Straße, machen darauf aufmerksam. Wir sind die rote Linie und wir werden weiterhin regelmäßig in Bremen vor Ort sein. Also die Antifa, nicht nur die Antifa, darf sich jetzt regelmäßig darauf freuen oder sich vorbereiten, dass hier aus sämtlichen Städten der Widerstand bzw. die rote Linie vertreten sein wird. Sie mögen sich vielleicht für diesen Demonstrationstag sich freuen oder in der Hoffnung liegen zu können, dass sie den Demonstrationszug aufgehalten haben. Aber wir haben an diesem Tag ein ganz deutliches, klares Zeichen in Bremen hinterlassen. Wir haben an den großen Toren der Stadt Bremen geklopft und wir haben uns angekündigt, dass wir beim nächsten Mal einmarschieren werden und wir dürfen gespannt sein, wie das Fahrt aufnehmen wird. Wir müssen zeigen, wir müssen klare Zeichen setzen, wir machen auf uns aufmerksam. In diesem Sinne bedanke ich mich recht, recht herzlich bei allen Teilnehmern, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und wir werden gemeinsam stark sein, wir werden unsere Kraft und Energie fokussieren, um auf den deutlichen Missstand hier in der Bundesrepublik Deutschland aufmerksam zu machen. Ich bedanke mich recht herzlich an den Veranstalter Dennis, der diese Demonstration an diesem Tag, den 17. August 2022, angemeldet hat. Und vielen Dank, Robert, für deine Hilfe. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dann und ciao, euer Perkursiv. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir.